Camera Movement, Rise, die ist auch motiviert von den Lyrics. Hey zusammen! Hallo! Welcome back! Wir machen heute ein ganz besonderes Video. Wir reacten auf unser eigenes Musikvideo und erzählen euch ein wenig Background, wie das Ganze entstanden ist, was unsere Überlegungen zum Teil dahinter waren und so die Secrets, die einem vielleicht beim ersten Mal schauen, noch nicht auffallen. Was wir als erstes direkt einmal erwähnen wollen, ist, dass wir das ganze Musikvideo selber directed haben und gescriptet. Also es ist alles auf unserem Mist gewachsen. Also es war wie so nicht eine Firma oder so, die das Video gemacht hat, sondern... Genau, es ist wirklich self-made, es ist wirklich total self-made. Und was auch noch cool ist, man wird es vielleicht nicht denken, aber das Ganze wurde nur eigentlich in zwei verschiedene Locations gefilmt. Die eine Location war die Zürcher Hochschule der Künste, wo Anna studiert. Und die andere Location war das Selfie Hotel in Zürich. Das ist eigentlich ein normales Hotel, jetzt auch wieder. Aber während 2-3 Monaten haben sie auf 2 Stockwerken alle Zimmer oder einige Zimmer umgebaut und eigentlich zu Film- oder Fotosets verwandelt. Und da durften wir während 5 Stunden filmen. Wir hatten 9 Räume, 9 oder 9? 10. 10. Ich glaube, wir hatten jedenfalls pro Location eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde. So viel zum Background und jetzt schauen wir uns das Ganze an und erzählen euch dann vorne zu noch ein paar Insights. Okay, der erste Shot ist in der Hochschule. Ich habe irgendwie in den letzten 2 Jahren so diese Liebe zu den Musikvideos entdeckt und letzten Sommer habe ich irgendwie Blackpink und K-Pop-Videos entdeckt und ich war einfach geflasht von der Qualität von diesen Musikvideos und das, was mir ins Auge gefallen ist, ist halt, die haben halt so viele Sets, die haben irgendwie 10 Sets oder 20 Sets pro Video, die haben Tanzchoreos und zum so ein Video machen mit so 20 Locations, die alle extra für den Shoot gebaut wurden, halt so für diese K-Pop-Blackpink-Videos. Das kostet halt fast 500.000 und es war, ich dachte einfach so, irgendwann möchte ich mal sowas machen, das sieht so cool aus. Und irgendwie, klar, es ist nicht auf dem Level und es sind kleinere Sets, das sieht man. Also man sieht den Unterschied sicher in der Größe von den Sets, die haben ja ganze Hallen, die extra gebaut wurden für sie. Aber wir konnten ja dann ins Selfie Hotel gehen und die Sets waren ja gegeben, aber wir haben versucht, Meaning in die Sets reinzugeben. Also wir haben gewisse Sets extra zu diesen Phrasen und Wörtern und Sätzen reingepackt, genau, dass es Sinn macht. Die Lyrics und dachten so, okay, wie können wir die Lyrics verbinden mit diesen Räumen, die wir haben. Wir müssen einfach damit arbeiten, was wir haben und haben dann so versucht, so kleine Connections herzustellen. Ah ja, was wir noch vergessen haben zu sagen, die Choreo haben wir natürlich auch selber gemacht und haben auch noch 2 Tänzerinnen dazu geholt, Sarah und Stefania. So toll gemacht. Und Stefania war auch bei mir im, also in der FMS. Wir waren zusammen in der Klasse. Und in der sie Schule? Hat schon, ja, und sie hat auch schon dort, das sind dort immer getanzt. Two really talented sisters. Ja. Was willst du dazu sagen? Also, Anna hatte die Idee, so ein Hero-Shot. Also das, was ihr hier seht, ist ein Hero-Shot. Man sieht uns von unten, relativ weit weg und wir... Ja, und sie hat mir mal erzählt von dieser Vision, so, dann machen wir den Hero-Shot. Ich so, ja, aber wo denn? Weil im Selfie Hotel wir wussten, dass diese Räume extrem klein sind. Oh mein Gott, also erst hatten wir nur das Selfie Hotel in der Location, also das ganze Video da drin. Und ich war so, ja, gibt vielleicht nicht noch so irgendwas anderes, wo wir reingehen können. Und dann hat sie so ein bisschen studiert und sie so, ja. In der Uni, wo sie studiert, gibt es einen Orgelraum und da können wir rein. Ich so, was? Orgelraum, das sieht das cool aus. Zeig mal her, dann haben wir ein paar Fotos angeschaut. Ja. Und wir waren so, that's it. Das war wirklich die perfekte Idee. Und dann gingen wir da rein am Drehtag selber. Das erste Mal. Das erste Mal. Wir waren so, wow, es ist wirklich perfekt. Aber was noch dazu kommt, sie hat jetzt in der Post-Production noch ziemlich viel dran rumgebastelt und es sieht jetzt noch viel mächtiger und größer aus. Und an dieser Stelle Props an Anna, sie macht das wirklich so, so toll, ich habe so Respekt vor ihr. Ich habe es eigentlich einfach gespiegelt, weil auf der einen Seite hat es noch einen Notausgang. Und der Notausgang war so grün und es hat nicht schön. Und dann ist es gespiegelt und deshalb ist es noch mehr so, es ist so noch mehr verwirrend und es macht es geil. Mhm. Also es ist wirklich, eigentlich mit so wenig haben wir richtig viel hingekriegt. Ja, also das Budget war im dreistelligen Bereich. Ja, dann der Übergang.
Da war übrigens kein Schnee, aber ich glaube, das ist so. Ah ja, man sieht so Stauschneemäßig. Ja, genau, man ist so am Boden, man sieht, es geht eigentlich gut. Und ich habe. Cool. Ja, aber hierzu gibt es eigentlich keine crazy Connections in Lyrics. Einfach schöne Beauty-Shots am Anfang. Ja. Aber dann geht's weiter zu dem Spiegel. Ich glaube, das war die Szene, die haben wahrscheinlich die meisten erkannt. So, da hat es eine Connection zu den Lyrics, wegen No Reason to Compare. Und ich laufe so zum Spiegel hin und dann ist aber im Spiegelbild Adina und wir vergleichen uns sozusagen, aber wir sagen dann auch beide, hey, es gibt keinen Grund, uns zu vergleichen. Das ist sowieso so ein Ding bei uns. Ich glaube, wir haben beide mega die Tendenz, uns zu vergleichen miteinander. Aber, also wir sprechen auch mal darüber. Ja, wir sind dann so, du bist das. Nein, du. Aber unser Fazit ist jedes Mal, wir sollten uns einfach gegenseitig inspirieren und uns nicht vergleichen. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen hier abgebildet eigentlich. Voll. Ja, cool, dass das so geklappt hat. Und ja, so das war auch von Anfang an ihre Vision. Das hat sie gesagt, dabei kommt Perking mit zu spiegeln und so. Und dann, das ist eigentlich wirklich original, der Spiegel in diesem Hotelzimmer. Ja, voll. Also in allen Hotelzimmern hatte es den halt. Spiegel. Okay, next one. Der nächste Shot, weiß nicht, wer das von euch gesehen hat, aber Lyrics. I'm on my way. On my way. Und was ist die Location? I'm on my way mit ganz vielen Koffern. Und Won't Fade to Grey. Dort hat es von Vince ein wegen Fade. Vince hat ein Beat produziert. Ja, und Vince hat hier bei Fade to Grey noch so Effekte reingemacht. So wegen Fade. Und dann in der Post haben wir auch noch Grey, so graue Ecken reingemacht. Kleines Detail. Pre-Chorus. Geht ja ums Fliegen und Downfall und Rise. Voll, dass eigentlich jeder Niederschlag auch eine Chance ist, wieder aufzustehen und zu fliegen und zu wachsen. Und deshalb haben wir ein Raumschiff für diese Szene ausgewählt. Das war auch ein Selfie-Hotel. Ja, yes, das ist der krasseste Raum überhaupt. Auch vom Vibe her, so dieses Leichte und wow. Liege ich ja eigentlich so auf der Seite. Und dort haben wir auch geplant, dass wir so einen Dreh machen. Wie Downfall, die Chance to Fly. Genau. Und dass es eigentlich so einen Übergang gibt von der Perspektive. Ja, ich mega geil gearbeitet. Danke. Und das ging auch ein paar Versuche, bis wir den so synchron zusammen hatten. Ja, es ist ja dann nicht nur der richtige Winkel und alles, es ist ja auch die Kamera-Movements müssen ja auch stimmen. Und die Übergänge, die Transitions sind hoch und links und rechts. Hat das so gemischt. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsshot hier, so diese. Ich glaube, es ist auch Pre-Chorus. In okay, erster Refrain. Ah ja, hier habt ihr ein Kamera-Movement, Rise, die ist auch motiviert von den Lyrics. Rise. Was noch lustig ist beim Refrain, wir haben während dem Drehtag noch zu einem anderen Beat getanzt und zwar ein wenig ein Durcheinander am Anfang und während dem Tanzen mit der Choreo haben wir jetzt von dem Beat von mir noch getanzt. Ja, das war ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Zangeburt, weil wir haben abgemacht, um die Choreo zu machen und wir hatten aber noch gar nicht einen richtigen Beat. Ja! Scheiße, sie ist von St. Gallen hier hingekommen und ich bin von Wallis hier hingekommen. Wir haben abgemacht, um an der Choreo zu arbeiten und eine Person zuerst den Beat gemacht hätte und die hat dann sozusagen Rückzieher gemacht. Und dann haben wir kurz Schluss eben einen Beat, den ich mal gemacht habe, drunter gelegt. Das war so, okay, es passt einigermaßen. Ja, wir mussten, dann haben wir zu dem getanzt. Ja, wir mussten einfach den dann verworfen. Voll so ein bisschen. Also wir mussten damit arbeiten, was wir hatten, diesen Moment. Wir waren hier genau in diesem Raum, ultra-lass. Ja, und ich habe hier den ganzen, alles, was ihr hier seht, habe ich rausgeräumt, das Schlagzeug, alles, damit wir hier Platz haben zum Choreo machen. Und wir hatten dann so. Anfangs war die Stimmung so scheiße. Ich war so am Heulen. Ich war so, was machen wir? Ja, aber wir hatten auch schon die Drehtage, waren schon reserviert für uns. Mhm. Also ein bisschen Drama. Aber jetzt haben wir Vince an Bord und es war unsere Rettung und es war ein mega Traum, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist einer der besten Producer, die ich kenne. Ich bin so krass, wie weit wir mit deiner Version gekommen sind. Wie viel wir hatten. Also, ich habe mehrere Stunden an diesem Beat damals gearbeitet. Ich habe dabei gelernt, aber eben, ich war bis zum Punkt gekommen und war so, okay,
funktioniert, aber es ist ja noch nicht geil. Es ist nah, es ist okay, es funktioniert, es klingt, aber es ist nicht geil. Und das ist dann auch Erfahrung, die man braucht. Und Vince hat Tonnen Erfahrungen. Voll. Bei ihm ist so, yes, nice, cool. Ja, Vince. Okay, jetzt komm. Das ist so gut. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Danke. Ah ja, und natürlich, es ist ja ein House-Track. Ja! Und ja, natürlich wollten wir das Shuffeln einbauen. Erstens, weil, ja, da. Das ist mein Ding. Und sie hat es auch schon vor einem Jahr oder so, hat sie es mal gelernt. Bei dir? In den Workshop von mir gekommen. Und wir so, komm, wir schaffen ein bisschen Shuffle reinbringen. Und das habe ich auch viel geübt zu Hause, wenn jemand zugeschaut hat. Und die anderen beiden Girls, die konnten aber nicht auch schon. Yes, gut. Die sind halt tänzerisch sehr, sehr, sehr aktiv. Aber es hat Spaß gemacht. Oh mein Gott, da kann ich auch noch was sagen. Beim Tanzen, ich habe mir auch in die Hosen gemacht, weil sie drei sind halt so mega tänzerisch, mega aktiv. Und ich habe zwar Ballett getanzt, ist auch nochmal ein wenig anders, aber halt, ich würde mich jetzt nicht als gute Tänzerin beschreiben. Ich mache das gern. Ja, es ist dein Job. So. Oh, und ich war so, okay, ich muss neben Arina mithalten. Und ich war so, und auch als ich den ersten Move gemacht habe, ja, wir können ja das machen. Ich war so, es sieht so cool aus, ich will auch, aber du hast voll gut gemacht. Du hast voll hart auch noch an dir gearbeitet. Ich kann mal das Video einblenden, beim ersten Tag, als wir die Pole gemacht haben. Ich war so, oh, okay. Langsam kommt. Ja. Ja, du machst es super. Aber ich konnte ja auch schneiden. Ja, klar. Ich möchte gerne noch den Übergang vom Refrain in den zweiten Verse machen. Mhm. Und zwar haben wir hier diesen Schuss von Arina, den Fade rüber. Das war Zufall. Das war Zufall. Aber dann falle ich von diesem Schuss Slow-Mo. Das war nicht Zufall. Da haben wir extra einen Slow-Mo-Shot gemacht. Das macht man so, dass man das Instrumental halt doppelt so schnell ablaufen lässt. Und ich musste dann am Top Inside, got nowhere to hide, so schnell das singen. I'm Top Inside, got nowhere to hide. Okay. Man konnte es halt slow-mo abspielen und dann waren die Lippen synchron zum Real-Time-Song. Und auf dem Beat ist wieder Real-Time. Das ist so geil, du hast deine Hände auf deine Finger. Ah ja, und die Bälle, das ist sehr weit hergeholt, aber ich habe mir so vorgestellt, ich bin in meinen Gedanken am Schwimmen und ich bin fast eingesperrt in meinen Gedanken und es sind so viele Gedanken in meinem Kopf. Sie ertrinkt fast in genau. Eigenen Gedanken. Und das sollen die Bälle darstellen, so I'm trying to say, I know where to hide from my own thoughts und ich mache so, weil das sind alle meine Gedanken. So bin ich sehr weit hergeholt. Ja, aber man versteht so, that's your mind. Das, so denkt sie die ganze Zeit, wenn sie ein Musikvideo kreiert, dann denkt sie immer so. Das ist so krass. Ich finde das so geil. Ich habe das voll. Ich denke nie so weit. Und dann kommt sie so: hey, die Bälle sind meine Gedanken. Ah, okay, ja. Okay, doch. Cool. Jetzt klingt es ja richtig doof jetzt. Nee, aber es ist. You're an artist. Und dann. Und bei mir hat es keinen deep meaning. It's just posing around, feeling yourself, I like it. Just feeling you. Es muss auch im Musikvideo manchmal sein. Im Musikvideo, ja, oh mein Gott, das ist mega viel Beauty. Man nennt das übrigens, für die sich kennen, Beauty Shots. Beauty Shots sind einfach so diese, die man so reinblendet. Genau, einfach posing. Nein, da gibt es noch diesen Übergang, den habe ich Freude. Und zwar, der Ball wird zur Transition. Und dann kommen ganz viele Negativ-Inward-Shots, die dann so ein wenig das Tempo noch ein wenig mehr unterstreichen. Und danach, im Pre-Chorus, kommt wieder ein langer Shot. Das heißt, es ist Kontrast. Na, es ist ja ganz viel Action und dann wieder weniger Schnitte, weniger Cuts. Contrast creates Focus. Bei einem YouTube-Channel. Cool. Okay. Reach! Es ist so hübsch auf dieser Aufnahme. Ach, ich bin jetzt mal so, danke. Wow. Aber du auch. Das, ja, aber weißt du, wie lange ich gesucht habe, bis ich einen Shot gefunden echt? Habe? Bei dir war so, oh mein Gott, jeder Shot passt so schön. Ich war so, Doppelkinn, nee. Nein. Nee, das okay, ist okay. Da aber geht's, normalerweise aber ist sie eher fotogen, habe ich, also fotogener. Also hat immer so ein Model-Face, egal okay, was sie sagt. Und wenn ich singe, so... Ja, bei den Screenshots zu. Wir haben Screenshots gesucht für das Coverbild, weil wir hatten keine Zeit gehabt in einer halben Stunde Drehzeit
vor Ort, um noch Coverbilder shooten. Genau. Das Ding ist, ich kann euch den Modelblick beibringen und ich mache auch nur das. Der Modelblick ist das eine, aber während ja, dem Film. Ja, aber ich mache es. Das Ding ist, es ist wirklich cheap. Ich mache bei jedem Bild fast. Cheap? Nein, ich mache bei jedem, ich mache bei jedem Bild auch die gleiche Pose im Gesicht. Es ist traurig, aber das kann ich. Aber sonst kann ich keine andere Expression. Und zwar, ihr macht einen Schlafzimmerblick. Also wie so, ihr blinzt, macht so die Augen auf. Ja, mach auf. Okay, mit den Lippen. Ihr beißt auf die Beißerchen. Ihr beißt die Zähne zusammen. Danke. Und pustet ganz wenig Luft durch die Lippen durch. Dass nur ganz wenig Luft hier durchkommt, man vielleicht ein wenig die Zähne sieht. Und dann macht ihr so einen Blick, wo ihr in die Kamera schaut und ihr wollt etwas aus der Kamera zu euch ziehen. So ein wenig flirty. So. Boah, das sieht richtig gruselig aus für mich an. Das ist Botox-Pressing. Nein, man muss nicht die Lippen nach vorne schütteln, sondern einfach nur... entspannen. Die Lippen sind mega entspannt. Okay, vielleicht funktioniert es bei jedem anderen. Ja, aber das ist ja nicht beim Singen. Doch, ja. Ich mache mit dem Blick genau das. Ich will etwas bei der Kamera zu mir ziehen. Und da habe ich so einen intensen Blick zur Kamera. Aber während du singst. Und dann singe ich. Ach, okay. Ja, jedenfalls. Vielleicht hilft es ihm. Ich mache nur das. Okay. Toller, bei mir hat es nicht funktioniert. Aber trotzdem gut. Wie im Ding jetzt funktioniert, wie im Aurelius. Ja! Yes! Wow! Yes! Yes! Ja. Okay, hier ist so... Ich habe so Freude an diesem Raum, der ist so schön. Und hier hat so noch ein Layer mit Glitzer, der oben drüber geht. Nimm den mal weg. Okay. Sie kann euch mal zeigen, wie es aussieht ohne die... Yes, ohne nichts. Layer. Genau. No. Und Color Grading ist ein wenig schon drauf. Aber so... Ihr könnt ja diesen Glitzer sehen und dann könnt ihr dann hören. Dieses Glitzer-Light könnt ihr auch hören. Und dann haben wir es halt wie noch ein wenig verstärkt, diesen Effekt mit diesen Layers mit Glitzer und genau. Color Grading. Aber es war ein mega Zufall. Und es ist so cool, wie sie sich so Sachen zusammenfügen. Und das macht einem so glücklich. Ja. Ja. Und für so das lebe ich, dass so Sachen zusammenkommen. Das verschmilzt richtig. Und Lyrical hat bei mir keine. So cannot be okay. Then. Ja. Aber du liegst halt am Boden und ist okay, wenn man mal am Boden ja, liegt. Ja, voll. Ja, okay, wenn du mal quasi am Boden bist vor Verzweiflung. Ist dann. Okay, gibt's. Ist okay. Aber man kann sie sparkling machen. So. Und dann haben wir hier die Voices. What they say and the voices. Und genau bei Voices will begun gehen die Voices weg. Hier seht ihr die Voices. Und die Voices will begun. Und dann sind sie weg. Das sind die Stimmen in deinem eigenen Kopf. Und dann. Mein Lieblingspart. Ist so schön. Hier, wieso hat sie zwei Arenas? Quizfrage. Also die Lyrics sind I will always be the one that stands back up and wins the fight. Und es ist ja eigentlich the fight gegen meine Zweifel, gegen die negativen Gedanken. Ja, cool, eigentlich fight. Gegen mich selbst. Und sie verschmelzen am Schluss wieder zu einem. Hier haben wir ein Zoom-In, also wo ich so am Boden liege. Und ich habe eigentlich keine Mimik im Shot. Ich singe nur so, ich bewege da nur die Lippen. It's okay, not to be okay. Weil ich eigentlich gefühlstot in dem Moment bin. Und auch so, es geht mir nicht gut, ich bewege mich. Ich kann noch gerade noch singen, aber sonst geht nichts mehr. Und es geht immer tiefer rein. Und dann geht's mir wieder sparkling. Ah, das darf ich gar nicht sehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, so geil. So tot. Ja. Und dann ist Party und alle Locations, wo wir Spaß haben. Ah, was Sie auch noch sagen können, hier haben wir das erste Mal farbige Outfits beim Tanzen an. Das ist auch wegen der letzte Refrain ist der farbigste, der happy ist auch, der ist auch vom Song her, haben wir einen neuen Refrain im letzten und der ist plötzlich happy und die anderen waren auch von den Akkorden eher Moll und das also jetzt du. Genau, es ist schon gleich eigentlich, also es soll schon ähnlich klingen, aber es ist, ich weiß nicht, ob euch Dur und Moll was sagen, ja, aber Chords, der Vibe ändert halt sich. Ja. Also ihr hört das ja auch, dass der Vibe ein bisschen anders ist, aber trotzdem irgendwie gleich. Welcome to Music Theory, wie auch immer.
Ja, wir haben da entschieden, im letzten Refrain andere Tops, also die schwarze und pinke Tops anzuziehen. Und wir sind auf der Bühne. Free My Mind, wir haben ganz bewusst Free My Mind, das soll quasi heißen. Ich befreie meine quasi Open Your Mind. Nein, das doch, ist eigentlich. Das ist auch quasi, das ist wie Spirale. Ja, und der Spirale, aber auch so die Handschellen ja. So befreien. Ah ja, voll, das stimmt. Und es ist auch ein bisschen, es dreht sich eigentlich alles. Also wenn es einem nicht so gut geht, dann dreht sich doch alles im Kopf und so. Am Schluss kommen nochmals alle Locations kurz zeigen und dann der Titel. Ja, hier. Das ist mein Schaffel! Oh, ich liebe die Szene. Ja. Die Süßen. Vor allem den Running Man sitzt einfach. Oh Gott, die Lehrerin gerade. Wie kommt hier? Schaum! Ja, ich mag auch mega die Neon, die ja, das LED. War auch. Oh, stimmt, danke. Roman! Oh, voll vergessen. Stimmt, das kam am Abend zuvor. Das war auch ultra lesbisch. Ja. Hey, ich hatte noch einen Freund von der Schule. Bei dem hätte ich auch ausleihen können, aber dann hätten wir am Tag vor dem Dreh noch nach Luzern fahren müssen. Das wäre noch mega lang gewesen. Und dann war ich so, wait, ich kenne noch jemanden, der wohnt näher, Roman. Er hat auch Let You Go gefilmt. Und ich war so, hey, du hast auch mega coole Belichtungen. Könnte es sein, dass wir es ausleihen könnten? Er so, ja, ihr könnt vorbeikommen. Das war auch mega Glück. Und ja. Last hey, minute. Wir hatten irgendwie 4 oder 3 Stunden Schlaf vor dem Dreh. Weil das stimmt, das haben wir noch nicht mal erzählt. Die Outfits haben wir auch dann zusammengestellt an dem Abend. Genau. Tag vor Dreh haben wir geprobt, die Lichter abgeholt, dann die Outfits geplant. Und bei den Outfits den haben wir Kameramann gebrieft. Ah ja, stimmt. Und das ganze Skript noch fertig geschrieben und angepasst und eine Liste, eine To-Do-Liste quasi für den Drehtag. Und dann wo müssen wir was filmen. Ja. Also wir mussten alles halt so genau planen, damit wir mit der Zeit durchkommen, damit die Zeit reicht. Und dann unsere Outfits geplant und alle Frauen da draußen, wenn die Outfits, wenn es darauf ankommt bei Outfits, es ist ja schon schwierig, wenn man einfach nur rausgeht, aber wenn es darauf ankommt, Alter, und ich habe meinen ganzen Schrank mit. Ja, oh mein Gott, das war so ein Mess bei mir. Ja, es war ein Riesenchaos. Und dann habe ich ungefähr 3 Stunden gehabt, bis wir die. Es muss ja auch noch ein bisschen matchen. Ja, genau. Und auch zu den zusammen, Räumen matchen. Wir hatten fast bei jedem Raum ein anderes Outfit. Und voll. Und das ging so lange. Wir hatten ungefähr um 2 Uhr geschlafen. Und um 4 mussten wir ja wieder aufstehen. Und um 7 fingen wir an drehen am Morgen. Mhm. Glaub, um 7. Ja, ich glaube, wir gingen um 5 aus dem Haus oder um 6. Ja. Irgendwie so. Nee, um 6. Aber um 4 sind wir aufgestanden, weil Haare schminken, alles reinpacken, noch kurz was essen. Ja. Es sieht halt nicht so anstrengend aus, aber ihr müsst euch vorstellen, da ist so viel Druck, weil in dem Moment, wo du filmst, weißt du ja, es geht um das fucking Musikvideo und du willst einfach, dass jeder Shot perfekt ist. Und man schwitzt beim Tanzen. Und es spielt einfach so viel mit. Die Haare müssen gut sein, das Outfit muss gut sein, das Make-up muss gut aussehen. Die Mimik beim Tanzen. Es muss rüberkommen und der Winkel und das Licht und es spielt einfach so, so viel mit. Und man hat so wenig Zeit. Wir hatten ungefähr 10 Minuten pro Person. Das ist wirklich nix. So, auf jeden Fall echt so cool. Viel Arbeit. Aber es war so ein Traum, der in Erfüllung gekommen ist. Mhm. Oh mein Gott, das macht mich so glücklich. Ich bin auch jetzt noch glücklich. Ja, die ganze Zeit so glücklich. Hat sich, wie sich einfach wieder alles so zusammengefühlt hat. Und wenn man eine Vision zuerst hat, man sieht so, wir haben das ja gescriptet, wir haben das alles schon im Kopf gehabt und dann sieht man am Schluss das Endresultat und es ist eigentlich genau das, was man sich vorgestellt hat. Es ist so krass, wie genau man das machen kann. Es fühlt sich an wie zaubern. So, okay, ich möchte mir das zaubern. Und dann hat man, also klar, Arbeit steckt dazwischen und Zeit, aber es ist krass, wie genau das eigentlich das ist, was wir aufgeschrieben haben. Das Ganze beginnt wirklich mit Visualisieren, mit einer Vision, das Aufschreiben und dann hat man mal die ganzen Gedanken mal draußen und dann gibt es wie... Okay, wie erreichen wir das jetzt? Und dann... Mit Sachen in unserem Umfeld. Ja. Und dann hat man die Augen offen und man sieht viel eher Chancen. Ein Kameramann ist zugeholt und 2 Tänzerinnen und das Licht und that's it. Und ich habe aber auch stundenlang so K-Pop-Videos seziert und durchgeschaut. Und okay, wir brauchen so einen Shot, die machen das so im Refrain. Und uns mega Notizen gemacht, genau. Und wie funktioniert das? Wie sind die Shots am Anfang? Wie ist das Tempo vom Schneiden? Die haben halt noch so... geile Zooms mit so Kamerakränen, das haben wir halt nicht. Es ist so vieles möglich. Startet einfach mal das Ganze aufzuschreiben.
macht die Augen auf. Wenn ihr Connections braucht, könnt ihr auch uns fragen. Also wenn ihr aus der Schweiz seid, vielleicht kennen wir auch Leute, die euch helfen können. Vielleicht können wir auch wir irgendwie, wenn ihr Tipps braucht. Ich meine, wir haben schon auch Glück, weil wir halt schon, weil wir beide schon eine Weile in diesem Business sind, kennen wir auch viele Leute. Aber es fängt alles auch so an. Es fängt immer so an, dass man einfach eine Idee hat und dann schaut man, was ist meinem Umfeld, was ist möglich. Und wen kenne ich persönlich, der vielleicht auch irgendwie eine Leidenschaft hat, ein Hobby, was auch immer das ist. Und dann schließt man sich zusammen und macht was. Und so ist auch das entstanden. Aber so ist auch der erste Song, den ich rausgegeben habe, ist auch, mein Cousin hat da das Instrumental gemacht. Also wie so, wen kennt ihr und was für Möglichkeiten und was für Locations? Oder in die Natur, man kann in die Natur shooten gehen. Wir haben so eine schöne Natur in der Schweiz, das kostet nichts, höchstens eine Bewilligung. Ich hätte mir ehrlich gesagt, wenn wir den Song beginnen haben zu schreiben, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir so ein Video createn können. Aber irgendwie ist es dann halt so Step by Step passiert. Ja. Und das, man darf sich wenig fragen, ja, wie machen wir denn das? Ich mag das immer. Das ist so bei uns mega cool. Ich bin immer so mega realistisch und sie so mega dreamy. Und ja, dann das zusammen ist so der perfekte Mensch. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wir wünschen euch einen schönen Abend, schöne Weihnachten, schönes neues Jahr. Alles auf einmal. Ja. Für alle, die jetzt immer noch hier sind und zuhören, vielen lieben Dank euch. You're the real ones. Und that's it. Wir hoffen, euch gefällt das Video und der Song und keep streaming it. Bye. Bye. Ja, ich bin mega erfreut. Okay, Asse! Wuhu! And I need to free my mind. Wir haben übrigens matching Outfits, habt ihr gesehen? Ein bisschen. Halbe Spagat. Kommentiert unter dem Video, was ist eure Lieblingsstelle? Yes. Let us know, please. Let us know. Ja. Lasst uns wissen, was eure Lieblingsstelle ist. Im Video? Meine Lieblingsstelle ist übrig. Also instrumentalmäßig, vocalmäßig und videomäßig. Okay, true. Okay, true. Bin mir auch bridge. Von allen Komponenten zusammen, ja. Sonst mag ich auch den Video. Dort mag ich, da hat so ein Backing Vocal Chor, das ja fast wie ein Synthesizer dann ist. Stimmt. Das mag ich noch. Ja, cool! Also, ich versuch's nochmal. Go, right? Okay, tschüss.